Morgen und ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge. Montagmorgen haben wir es. Den 27. glaube ich. Oder 26. Ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig planlos. Völlig planlos. 24. Sorry. Heute Morgen fahre ich erstmal auf den Felsberger Hof. Da steht unser 946. Der ist fertig. Und der geht dann rüber nach Weiderstadt an die Schule, da wo der Cutbagger steht schon. Erst muss ich noch ein bisschen Blut tanken. Habe ich am Freitag nicht mehr gemacht. Das mache ich jetzt heute Morgen noch und dann fahren wir da unten aus. Beziehungsweise erst auf den Berg und dann Richtung Weiterstadt raus. So, das erste Fahrzeug ist fertig. Gucken, ob ich hier wieder rinkomme, rückwärts. Na, was ist? Geh an. Steht hinten dran und wirft mal ein Auge drauf. Gegenlenken, ein Stück Vorrolle. Schlimm.
Mund fahren, sorry. Zeigt zwar 8 Grad plus an, ne? Aber es ist eigentlich nass kalt draußen. Alter Spannkreuz. So, weiter ist da drüber. Es ist kurz nach 8. 5 nach 8 haben wir es. Weiter ist Stadt. Ich denke, ich werde bis 10 Uhr werde ich da sein. Ach, ich sehe nichts. Gut, bis 10 Uhr werde ich da sein. Ja, gut. Baggerfahrer müsste auch gleich kommen. Er ist schon losgefahren. Nach 10, ich brauche meine Fernbedienung. Hier vorne ist meine Baustelle. Ich werde mal gucken, ob ich gleich rückwärts reinkomme. Es fahren schon wieder so viele Autos hinter mir. Ne? Ich weiß auch nicht, ob ich da drin drehen kann jetzt. Ein bisschen später und rückwärts raus. Das letzte Mal schon echt bescheiden, ja. Jetzt haben wir so bescheidenes Fahrzeug hier hingestellt. Vielleicht kann ich hier rückwärts reinschieben später. Hier setze ich doch mit Sicherheit auf jetzt. Ne? Ein bisschen rüber ziehen. Geht anscheinend. Bleibe ich ganz links stehen oder bleibe ich ganz rechts stehen? Aber wenn der hier runterfährt, da haben sie eine kleine Rampe gebaut. Da könnte ich vielleicht doch. Samo. Da könnte ich vielleicht doch rein. Thank you.
Wir versuchen hier zu drehen. Gucken, ob es klappt. Gucken, ob es klappt, ob es hinhaut. Ich glaube eher nicht, dass das hinhaut. Ist einfach zu lang dafür. Der Baum steht hier vorne. Stehen.
hole. Also eins weiß ich mit Sicherheit, das nächste Mal hierher kommen, fahre ich von hier vorne rückwärts rein. Definitiv. Quälerei hier. Oder die machen so eine Fahrt, dass ich auch drumherum fahren kann. Kleine Planänderung gibt's mal wieder. Eigentlich war ich auf dem Weg zurück dahin, wo ich den Bagger geladen habe heute Morgen. Der Felsberger Hof. Wollte den Brecher laden, den kleinen Wetzerbrecher, den nach Sembach bringen. Jetzt ist der Bagger, den ich am Freitag nach Kaiserslautern ins IG Nord gefahren habe. Unseren Opa Meisterhofhagen rum. Den ich ins IG Nord gefahren habe. Der ist jetzt, hat quasi die Grätsche gemacht, hat sich abgemeldet. US-Hospital. Da lade ich einen unserer Dosenbagger, die da stehen. Und bring den Dosenbagger dann auf diese Baustelle hin. Den 916, der nicht mehr will. So, Bagger geladen. 20 Minuten nach 2. Jetzt fahren wir darüber. Das ist nicht lange fahren, vielleicht 15 Minuten. Länger wird es nicht sein. Mal gucken, ich glaube, ich muss mein Bett noch ein bisschen anheben. Jawohl. Ziemlich passen. Könnte ziemlich passen. Schalte dann schon wieder da hoch und runter. Roll doch einfach mal durch her. Also roll doch einfach mal durch, ohne irgendwelche blöde Schaltungen zu machen.
steigende Ausfahrt hier. Also sowas. Die Schranke einen Meter weiter zurücksetze. Oder die Reifenwaschanlage ein Stückchen weiter zurück. Immer enger hier. Ich habe so das Gefühl, die wird immer enger hier.
darf nicht wahr sein. Fährt mir bald ins Auto hin. Getauscht. Wie gesagt, nehme ich jetzt mit nach Hause. Halb vier vorbei, ich zu Hause bin, abgeladen habe. Alles Feierabend für heute.